Willkommen zurück zu Craft the World, hier mit den Derpioten. Ihr seht schon, ich habe es ein bisschen weiter gezockt. Ich habe nochmal frisch angefangen im Prinzip. Und habe viel gelernt. Zum Beispiel, dass diese wundervollen kleinen Totems hier eine Art Schutzfunktion haben. Die schützen vor Monstern. Ich habe mittlerweile zwei Stück aufgebaut, eine hier. Ihr seht immer diese kleinen Sterne hier drumherum wandeln. Hier, da wandern sie gerade hier lang. Die gehen an den Rändern entlang und schützen quasi diese Zone, die ich hier ausgewählt habe, vor Monstervorkommen. Also da kommen die in der Regel nicht so stark vor. Auch wenn hier unten welche drin sind. Wie man sieht, hier unten ist Ass. So, momentan habe ich oben dieses Symbol angemacht. Zwerge werden verboten, den Schutz zu verlassen. Das ist ganz praktisch. Wenn man wieder angegriffen wird, dann gehen die hier nämlich rein, da dieses Totem hier drin ist. Wenn das jetzt hier oben, würden sie sich hier so halbwegs versammeln. Deswegen sind sie auch im Totem hier unten momentan. Lustigerweise gehen sie eher runter als da hoch. Prinzipiell könnte ich das Totem sogar entfernen. Weil zwei brauchen wir nicht wirklich. Wenn ich jetzt das hier mal entferne, machen wir mal ganz kurz. Ich entferne jetzt mal dieses Totem. Ich will gucken, ob die Sterne noch hier lang laufen. Ist gleich ab. Sekunde noch. Zack, jetzt ist es weg. Die dürfen auch gerne wieder raus. Draußen ist nicht wirklich gefährlich. Und wir gucken, wie weit die Sterne jetzt noch weiter reißen. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. So, mittlerweile im Lager haben wir erarbeitet. Wir haben nicht nur die Steinaxt, sondern jetzt auch die Eisenaxt. Wir haben auch die eiserne Pickaxe zum Bauen. Morgenstern, davon habe ich sogar noch übrig. Bogen und Pfeile etc. pp. Das Prinzip ist immer das gleiche, dass man nach und nach eben den Technikbaum weiter zusammenschraubt und dann eben neue Sachen bauen kann. Ihr seht schon Basic Processing, ich müsste hier noch ein bisschen basteln. Dann käme ich schon wieder in die nächste Stufe und dann irgendwann bis da hinten hin zu den echt super geilen Mastery Weapons. Schauen wir einfach mal. Wir basteln das jetzt einfach mal ein bisschen. Gehen hier auf Material. Ton, Öl, Flasche. Flasche braucht Glas. Glas braucht Kohle und Sand. Öl braucht eine Flasche. Und Ton braucht Erde und Wasser geht am schnellsten. Dann nehmen wir mal Wasser. Und Erde habe ich so, damit kann ich euch wegwerfen. Und ihr seht schon oben, ne, kann ich richtig schön alles zu basteln. Processing ist gleich voll. Wir machen das mal richtig voll hier. Zack. Und schon haben wir den Technologiebaum voll. So einfach ist das. Und dann noch 200 XP bekommen. Hervorragend. Daraus können wir natürlich den Rest dann auch bauen. Das ist ganz cool. Zum Beispiel eine Flasche. Nee, Quatsch. Glas. Nee, Blödsinn. Öl. Ach, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich jetzt ganz, ganz viel Ton gebaut. Den ich wahrscheinlich auch noch brauchen werde. Damit wir alles mindestens einmal gebastelt haben, machen wir das auch noch kurz. Wir haben auch recht viel Sand. Sand gibt es immer überall. Zack. So, haben wir es auch noch ein bisschen gebastelt. Haben wir mal 12-mal Glas. So, und jetzt seht ihr auch schon hier unten durch die nächste Errungenschaft unseres Baumes, können wir jetzt eine Minenlampe bauen und eine Laterne. Und hier seht ihr auch schon, Öl wird dafür benötigt. So, außerdem haben wir jetzt ein magisches Licht, das kann man hinstellen. Magisches Licht macht natürlich magisches Licht in dem Bereich. Kann man auch gleich mal ausprobieren. Wir ziehen es einfach hier runter. Die habe ich immer fest. Das hier ist im Übrigen ein Sammelhorn. Kostet 3 Mana. Und zieht dann die Leute dementsprechend wieder zu der Position, wo sie sich sammeln sollen, die kleinen Zwerge. Und die Wandlampe, die ist natürlich für das Haus gedacht. Und ein Haus habe ich auch schon angefangen zu bauen. Nämlich hier oben. Da sind momentan noch die Schleimfackeln dran. Da die Jungs und Mädels raus dürfen. Ich habe alles so ein bisschen gesichert hier. Da fallen dann die Zombies runter, kommen nicht da wirklich hoch. Und wenn sie hochkommen sollten, kommen sie hier wieder rein. Und das ist also alles ein bisschen verteidigungsanlagenmäßig gebaut. Hier bin ich noch nicht ganz fertig. Da würde ich gerne noch ein bisschen höher bauen. Aber ihr dürft da wieder raus. Wir brauchen außerdem diesen Baum. Baum ist immer wichtig. Da kommt auch schon ein Skelett. Ist ja Nacht. Aber wie gesagt, ist eins. Da ist ein blöder Geist. Der klaut Essen. Nix da, mein Freund. Und wir können Leute schneller transportieren. Das machen wir aber, wenn hell ist. Momentan ist es zu gefährlich nachts. Auch wenn meine Jungs richtig gut ausgerüstet sind, möchte ich das nicht riskieren. Welchen Techbaum müssen wir denn jetzt eigentlich überhaupt weitermachen? Lass da mal gucken. Die haben wir ja alle jetzt voll. Eigentlich egal. Prinzipiell wahrscheinlich erstmal die Basic Fortifications und die Illuminations, damit man sieht ja, was man hier braucht. Wir brauchen zwei davon, um dahin weiterzukommen. Hier, ne, zack, dieser kleine Pfeil, der nach unten zeigt, um Advanced Construction zu kriegen. Das ist richtig gut, da gibt es gute Brücken dann auch und Ziegel und Construction-Zeug und hast du nicht gesehen. Dann würde ich mal sagen, basteln wir erstmal das. Also, wir basteln uns Pfeilen. Und Pfeilen finde ich sehr cool. Wir haben richtig viel Holz mittlerweile. Basteln wir uns mal so ein paar Verteidigungsanlagen. Das ist natürlich super, weil die kann man nicht schon... 1, 2, 3, 4, machen wir mal 4 Stück.
kann man dann aufbauen. Natürlich, Holzkäfig ist auch ziemlich cool. Holzkäfig. Ein Holzkäfig hält ein paar Monster für kurze Zeit gefangen. Dies erlaubt es den Zwergen, sie ohne Gegner anzugreifen. Und wir haben natürlich Holzfallen. Schwaches Fangeisen aus Holz. Eine einfache Falle für schwache Monster und Tiere. Bauen wir uns einfach auch mal welche. Kostet mich nur 3 Holz. Ich möchte da definitiv mal 4 Stück von machen. Das Dumme ist in der ganzen Geschichte, man muss sie halt immer... Moment, ich muss ein Öl machen wir auch noch. Kann man nicht, ich brauche eine Flasche. Machen wir so ein, ja genau, Flasche. Flasche war es also. Glas und ein bisschen Kohle. So, 1, 2. Die müssen auch gecraftet werden. Das ist der kleine Hammer hier bedeutet, das habe ich schon gemacht, dass die jetzt hier an die Werkbank hier unten gehen. Das ist die Werkbank. Und hier ist eine Schmiedestation, habe ich auch schon gebaut. Und eine kleine Kiste neben dran. Damit die Jungs und Mädels natürlich entsprechend gut craften können. So, den Pilz müssen wir wegmachen. Das wird ja wie gesagt eine Falle. Und um da schneller hinzukommen, gibt es ja wie gesagt diese Portale hier. Pass mal auf. Baue ich hier hin. Für 4 Minuten ungefähr. Er schmeißt hier mit Äpfeln durch die Gegend, der Arsch. Kann jetzt hier durch das Portal, geht dann direkt hier runter. Baut das ab, nach Möglichkeit natürlich. Was er jetzt nicht gemacht hat, warum auch immer. Ich kann die Tür mal wieder aufmachen. Kommst du besser, schneller rein. Und er baut jetzt unten gerade die Glasflaschen. An der Schmiede. Okay, auch nicht schlecht. So, nimmst du das Zeug jetzt mit? Nee, tut er nicht. So, da kommt noch mehr Grabzeug. Mittlerweile sind meine Jungs ja auch ziemlich stark. Dementsprechend werden die relativ schnell auch das Zeug platt machen. Bogenschützen sieht man hier zum Beispiel sehr schön. Zack. Der haut mir der Keule drauf. Müsst ihr mal kurz gucken, ob alle genau ausgerüstet sind. Also ein paar Pickaxes müsste ich vielleicht noch austauschen. Den hier zum Beispiel. Aber waffentechnisch sind sie alle gut ausgerüstet. Ja, ja, passt schon. Und auch schutztechnisch sind alle auf dem letzten Stand, auf dem neuesten Stand momentan. Das ist ganz gut. Die Schnecke machen wir noch weg. Und dann gucken wir mal, dass wir hier die Fallen hinsetzen können. Also wir haben hier die Spikes. Und wir haben die Fallen. So. Die Falle möchte ich gerne dahin bauen. Genau. Und das würde ich gerne... Gute Frage, nächste Frage. Müssen wir mal gucken. Wieso schießt du... Du kannst die doch nicht... Oh Mann. Jetzt wird eh Tag, dann sind die Soße gleich weg. Ihr seht, hier versuchen sie durch diesen Felsen durchzukommen. Da habe ich extra hingebaut, damit sie nicht so schnell durchkommen. Und da wir noch ein paar Minuten haben, bis hier diese große Welle ankommt, sind übrigens schon die dritte, ist das alles nicht das Thema. Schön, beschütze dein Heim. Es ist nötig, dein Heim zu beschützen. Einen Bogen bekommen und nochmal einen Eimer. Und ein bisschen XP. Nice, nice. Also jetzt, gucken wir mal, dass wir hier noch so ein Ding dran machen. Hier noch eine Falle reinsetzen. Geht nicht, weil da unten das Wasser ist. Das heißt, wir müssen das Wasser erstmal abbauen. Kommt da nicht so einfach dran, hm? Kein Problem. Teleport. Jetzt porten sie sich mich hier durch. Den Baum nehmen wir auch mal mit. Ich den Zwerg wählen. Fällen. So. Dann wächst wieder ein Baum. Sehr schön. So kann ich im Übrigen auch die Viecher in, also die Zwerge in solche Positionen wie hier unten rein teleportieren. Kostet halt wie gesagt ein bisschen Mana. Alle 3 Minuten kriegt man einen, ich glaube, ein neues Mana. Das geht relativ fix. Und irgendwie sind die Zwerge sich nicht ganz einig, was sie momentan machen sollen. Außer vielleicht mal, ne? Falle ist schon gebaut. Okay. Und das Wasser sollte aussammeln. Das könnte man abbauen. Das könnte man abbauen. Das könnte auch mal abbauen. Und jetzt müssen wir überlegen. Hier unten ist auch schon ganz schön viel los. Das hier muss auch alles weg. Das ist alles Kropfzeug. Können wir ein bisschen weiter graben. Gucken, was da links so ist. Ein bisschen Eisen zumindest. Nicht, dass wir es unbedingt brauchen, aber hey. Und Komfort ist auf 72%. Wie ich den wirklich erhöhe, muss man gucken. Wahrscheinlich wirklich durch Komforteinrichtungen. Werde ich mal einfach mal ausprobieren. Bei Gelegenheit. Dann will ich noch eine Falle hier unten haben. Und den Baum will ich auch noch fällen. Und das geht auch gut mit dem Portal. Einfach hingestellt. Zack. Und jetzt werden sie nach und nach ihrer Arbeit nachkommen. Das Gute ist, diese Schutzmaßnahmen, da kommen die Zwerge ganz einfach durch, wie ich gerade sehe. Das heißt, wir können die auch einfach mal irgendwo hinstellen, wie hier zum Beispiel. Und gucken einfach mal dann, wie das nachher aussieht. Das Schaf wird auch noch geschlachtet. Du hängst da oben ein bisschen fest. Haut das Schaf, haut das Schaf. Zack. Da kommt wieder. Es hüpft gerne hoch. Hilft dem Schaf aber auch nicht. So, ich war schon überlegen, ob ich jetzt hier die Tür mal langsam abbaue. Also den ganzen Krempel hier. Denn im Prinzip brauche ich das nicht mehr. Die Verteidigungslage ist hier drüben. Wer hier drüber kommt, wird auch irgendwann passieren, fällt eh runter in die Falle. Von daher, also das hier müsste definitiv noch abschöpfen.
Jungs, nicht so faul. Bäume, 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 Bäume. Das sind zwei. Das ist nicht so eine gute Ausbeute. Hier ist eine super Ausbeute im Übrigen. Macht man jetzt so. Man packt sich das Portal hier hin am besten. Und sagt jetzt, ich will diese Bäume fällen. Ja, ihr habt ein paar Stunden Zeit. Jetzt werden die Zwerge durch das Portal. Seht ihr hier schon? Da kommen sie an. Hüpfen los. Und fällen erstmal. Und so ist es, wäre es das letzte Mal. Ich hatte die Goblins auch schon besiegt. Das habe ich natürlich nicht aufgenommen. Ich Depp. Ist aber nicht so schlimm. Was sind das hier? Fische. Gerade was? Ich werde angegriffen? Achso, von den Käfern. Auf jeden Fall habe ich auch so besiegt. Ich habe einfach mal ein Portal da hinten hingepackt. Also hier so war das. Da ist auch alles wunderbar. Peachy. Und auch nochmal ein Portal hin, weil hier gibt es auch Bäume. Hab dann einfach die hier weggeschlachtet, sozusagen. Indem ich alle hier versammelt habe und mir dann eine neue Ausrüstung. Das ging eigentlich recht fix. Mittlerweile musste ich auch nichts kaufen. Ich habe ganz gut Gold gesammelt hier oben mit 13 Münzen. Das ging schon recht nice. Wieso kommt ihr nicht hier hoch? Muss ich jetzt auch noch Portale oben hinbauen oder was? Und ihr seht schon, das Dach ist schon richtig nice. Hier wollte ich ein bisschen höher bauen, so ein bisschen turmartig nach oben. Dafür brauche ich aber noch ein bisschen anderes Material, zumindest also ein bisschen schöner machen. Weiter geht's. Wir bauen auf jeden Fall noch ein paar Verteidigungsanlagen weiter auf. Ich vermute aber mal, dass diese Dinger die einfach nur ein bisschen aufhalten, mehr nicht. Ich glaube nicht, dass sie Schaden kriegen dadurch. Zumindest nicht großartig. Ja, super. Wir könnten natürlich auch noch ein Portal hier runter machen, dass ihr das Wasser abbauen könnt. So, das muss noch weg, das muss auch noch weg. Und die bauen wir nämlich auch ab. Ah, sieh mal einer an. Eine Münze. Sehr schön. Noch mal einsammeln gehen. Braucht nicht da runterhüpfen. Tut euch nur weh. So, wir bauen das nämlich alles schön ab, weil ich möchte hier definitiv noch... Das ist ein bisschen, jetzt ist hier oben ein Portal in der Luft, sehr schön. Auf jeden Fall hier noch ein bisschen was basteln. Wie viel Holz haben wir denn mittlerweile überhaupt? Ah, ich habe sogar noch Holzwände, sehr schön. Das ist cool. Basteln wir direkt mal hier noch so. Da zwei und hier zwei hin. Und Leitern helfen uns auch da ein bisschen, das zu überbrücken. Ich habe gemerkt, man kann auch die Leitern nutzen, um entsprechend... ja, immer ein bisschen nach oben zu bauen, weil die kommen ja nicht so hoch, die Zwerge. Die sind ein bisschen dappisch in der Richtung. Können wir direkt mal... Wobei, die machen wir weg. Mach die mal dahin. Die machen wir auch nicht dahin. Die machen wir dahin, damit die in der Mitte besser arbeiten können. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen Holzwendig. Und da wir 88 Holz haben mittlerweile und noch mehr gesammelt wird, können wir ganz viele von diesen Holzbrettern erstmal machen. So, das sind jetzt schon mal ein paar. Dann brauchen wir natürlich noch Dächer nachher. Wir brauchen erstmal Holzwände, so. Was kann man überhaupt noch bauen mittlerweile? Ich habe ja recht viel. Wir brauchen Öl. Und für Öl brauchen wir Stein. Überraschenderweise brauchen wir Beeren. Haben wir auch ganz, ganz viele. Und Flaschen. So, machen wir richtig viel Öl. Und mit dem Öl können wir dann sowas machen wie hier so Minenlampen zum Beispiel. Oder Laternen. Das können wir dann auch noch herstellen. Schön, schöne Geschichte. Aber jetzt erstmal weiter gebastelt. So, ganz weit rausgezoomt. Hier drüben sind sie schon kräftig dran gewesen. Und hier hinten müssten sie eigentlich... das Portal ist aus. Hier, Jungs, rein da. Machen wir hier direkt mal zwei. Weil ich genau weiß, dass sie wieder... Was? Ist nie gut. Was haben wir denn für Aufgaben überhaupt? Finde seltene Metalle. Und erforsche die Tiefen. Ja, manche Erze sind nur tief in der Erde zu finden. Grabe tiefer, um tiefer liegende Erzvorkommen zu entdecken. Das hatte ich ja schon. 1525, das ist nämlich hier hinten zum Beispiel. Oh, ein Kochbuch. Sehr cool. Ihr könnt hier noch ein bisschen graben, wenn ihr wollt. Ihr könnt sogar so noch ein bisschen graben. Oh, da kommen Spinnen. Jetzt können wir gleich mal auf Angriff schalten. Ja, da wäre recht stark. Sind mittlerweile, seht ihr schon, da kommen sie an. Die Akro-Zwerge. Einer mit Bogen, einer mit... Ja, da kommen sie an. So ein richtig kleiner, eine richtig kleine Ameisen-Invasion hier unten. Plönk. Plönk. Aber geht schnell, seht ihr schon, die Waffen sind super. Lohnt sich auf jeden Fall. Unten ist noch eine. Ja, das geht fix. Jetzt wird schon langsam wieder dunkel. Meine Zwerge haben eigentlich nicht mehr so wirklich Angst vorm Dunkeln. Das müssen wir abarbeiten hier. Ja, schon unten, schon alles okay. Da regnet es ein bisschen rein. Das heißt, mal gucken, nochmal eins höher bauen. Wir müssen nämlich definitiv hier... Er hat sich runter teleportiert, sehr schön. Jetzt wird es dunkel, genau. Ein paar Leitern können wir aber eigentlich auch noch bauen. Leitern sind, wie gesagt, wenn man nicht den Rest hat, wie warme Holzzäune,
Einfach so zaun langsam den Gegner ein bisschen. Ja, bla. Brauchen wir jetzt noch nicht. Holztüren brauchen wir vielleicht später. Haben wir noch ein Holzbike. Also wie gesagt, wir brauchen noch Leitern. Holz ist wirklich das Hauptteil überhaupt. Also damit wird so grundsätzlich so gut wie alles gebaut. Und das hat auch einen gewissen Grund. Ihr seht, hier dann gleich. Aber wir müssen damit ja unsere Hütte bauen. Wände habe ich leider noch nicht rausgefunden. Wände werden wahrscheinlich auch Stein daher sein. Oder aber wir haben es noch nicht. Geht mal kurz hergucken. Techbaum. Also Fenster gibt es auf jeden Fall nachher. Dekorationen. Seitenwände wären auch einfach ganz cool. Und da kommt halt nachher ein Stein. Also irgendwie fehlt mir so ein bisschen eine Seitenwand. Kann ich die, warte mal, kann ich die doppelt bauen? Ja, kann man. Also um die Außenwand zu machen, kann man dann doppelt bauen. Das mache ich dann aber hier an der ganz linken Seite nachher. Jetzt wird erstmal höher gebastelt. Damit wir hier schön nach oben noch bauen können. An beiden Seiten natürlich. Oh, schön basteln. Und auch hier nochmal schön nach oben basteln, bis wir keine mehr haben. Das soll ja einen Turm geben. Oben drüber können wir auch mal bauen. So. Am liebsten nochmal eins höher. Am besten machen wir es dann so. Das Schöne ist, man kann die Leiter natürlich auch wieder abbauen. Man kann sie oben dran setzen. Man muss auch nicht überall Leitern haben. Man kann auch den mittleren Part, glaube ich, abbauen. An der Stelle. Und dann hüpfen sie hoch. Das heißt, auch da kann man ein bisschen tricksen. Aber sie sind gut beschäftigt, die Jungs. Finde ich super. Ihr müsstet vielleicht noch eine Falle aufbauen hier unten im Übrigen. Da. Da will ich auch noch eine Falle haben. Immer noch. Nicht möglich, Holzfalle hier zu bauen. Jetzt haben wir Wasser. Ja. Ah, man kann Portale auch auffüllen. Sehr cool. Das ist super. Da ist schon ein Haus, eine Falle, dementsprechend. Du kannst auch wieder rausgehen hier, Zwergi. Ja, schon mal gesagt, du kannst auch wieder rausgehen. Meine Güte. So, jetzt lass ich dich befreien. Manche sind sehr schwer vom Begriff. Ja, seht ihr, das funktioniert ganz gut. Jetzt kann man hier entsprechend die, sagen wir hier, die Verteidigungsanlage kann man noch da oben hinbauen. Oder sonst irgendwo hinbauen, ist erstmal wurscht. Da zum Beispiel hinbauen. Basteln die noch weg. Basteln die dafür fest. Und dann kann man hier an der Seite weiterbauen. Und dazwischen natürlich auch. Ist auch ganz praktisch. Dann kann man diese Zwischenschritte mal machen. Man kann natürlich die auch da anbauen. Das ist kein Problem. Oh, Zwerg. Auf ihn, da steht schon wieder zu essen. Haben wir irgendwas Neues gefunden? Ah ja, das Buch hier. Ja. Das ist wieder so ein Boost-Buch gewesen. Ihr habt gesehen, das ist ein bisschen besser geworden, der Koch. Das ist ganz cool. So, eine Leiter bauen wir mal dahin. Damit wir hier nochmal ein bisschen hochbauen können. Und dann brauchen wir auch schon wieder mehr. Wir haben noch Holz, ist gut. Bauen wir hier noch ein bisschen in die Wände zusammen. Also es ist ein richtiger Zeitfresser, das Spiel. Das ist unglaublich. Deswegen ein kleines Bäuschen. Wir machen dann weiter. Ich baue hier nochmal ein bisschen weiter und machen einfach einen kleinen Cut. An der Stelle. An der Stelle.